Klima, Weltkonferenzen und ein Rückschlag. Wir waren jetzt Sharm el-Sheikh und es ist da in erster Linie nur noch darum gegangen, Entschädigungszahlungen an die besonders betroffenen Länder zu zahlen. Indien, Pakistan, der gesamte afrikanische Kontinent. Hierzu mein freundliches Wort an die betroffenen Länder. Liebe gute Menschen dort, beschränkt bitte einfach einmal das Kinderkriegen. Und das, da richte ich mich ganz vor allem an Afrika, weil das Wachsen der Weltbevölkerung ist primär jenem Kontinent zuzuschreiben. Und es ist so, dass dort die Äcker nichts mehr hergeben. Aber dieses nicht mehr hergeben der Äcker wird auch bald bei uns in Österreich Einzug halten. Wobei die nördlicheren Sphären ja nicht darauf ausgerichtet sind, Ackerbau zu betreiben. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so, wenn man gerade lustig ist, in der Tundra und in Sibirien plötzlich Äcker errichten. So. Zwei kleine Korrekturen. Die erste Weltklimakonferenz fand 1979 statt. Die Aussage von Carl Sagan in einer fast dreistündigen Kongress, die war nicht 86, sondern 1985. Carl Sagan ist dann circa 1996 verstorben, hat zwei Kinder. Und nach wie vor bin ich der Meinung, 1980 war schon der Wendepunkt, wo man CO2 zu sparen anfangen hätte sollen. Weil wir ja jetzt im Trägheitssatz sind, selbst wenn wir uns jetzt zusammenreißen würden, die CO2-Produktion dieser Welt würde genauso weitergehen, somit auch der Temperaturanstieg, also selbst wenn CO2 endet, Entschuldigung, aber der Temperaturanstieg, der geht bis 2050 weiter. Und dadurch, dass ja jetzt ganz offensichtlich nichts geschieht, und das sagen wir ja in Sharm el-Sheikh, es geht nur noch um eine Schadensbegrenzung, nämlich wie viel Geld die Entwicklungsländer bekommen. Diese Gelder versinken aber dann ebenfalls wieder in Korruptionssümpfen. Es geht dann nur noch um Buchgeld, um Zahlen auf Papier, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es weiter Dürren und auf der anderen Seite Überflutungen gibt. Und dasselbe werden wir nächstes Jahr auch sehen, weil bitte, wenn man eine Klimakonferenz in nächstes Jahr Dubai ansetzt, dann frage ich mich wirklich, was das soll.